Ernüchterung beim Club nach der 2:3 Auftaktpleite auf Pauli. Die Spielvereinigung holt einen Punkt gegen Kiel. Der Startauftritt ordentlich und jetzt geht's ab in die Derbywoche für beide Vereine. Und wir blicken noch zu den Damen vom 1. FC Nürnberg. Es hat sich einiges getan. Außerdem wollen wir über die EM der Frauen in England sprechen. Das alles jetzt in der Toto-Sportkabine. Und ich freue mich heute auf Lea Paulik. Servus, Lea, schön, dass du da bist vom 1. FC Nürnberg, die Kapitänin. Wie ist es gerade bei dir? Großes EM-Fieber, wenn man sieht, wie die Frauen sich gerade schlagen, immer vom Fernseher? Natürlich, also hallo erstmal, danke für die Einladung. Und natürlich immer vom Fernseher, wenn sich das mit den Trainingszeiten vereinbaren lässt. Aber das ist ja meistens zu gegebenen Zeiten. Von daher auf jeden Fall immer am Start. Meistens ist auch die halbe bis ganze Mannschaft mit vom Fernsehen. Wir schauen das meistens zusammen. Und das macht richtig Spaß. Das macht richtig Spaß, das zu schauen. Also gibt es da ein richtiges Public Viewing unter euch? Also teilweise schon. Also wir versuchen schon, so viele wie möglich immer alle zusammenzukommen und dann zusammen Abend zu essen nach dem Training und dann das schön vom Fernseher gemeinsam zu schauen. Und wir sind tatsächlich ein bisschen im EM-Fieber, auf jeden Fall. Das ist auch gut so, die deutsche Mannschaft auch. Wie würdest du bis jetzt sagen, ist das Abschneiden hier, wenn man es aus Nürnberg mal analysieren kann? Also ich finde, dass die auf ihre Leistung extrem stolz sein können, weil es gab ja schon oder es gibt ja immer noch ziemlich viele Kritiker, die ja da auch manchmal wirklich sehr harte Worte wählen. Und ich finde, so wie die sich jetzt die Frauen präsentiert haben, haben die wirklich Werbung gemacht für den Frauenfußball. Also wirklich, egal ob es jetzt Deutschland ist oder England oder Frankreich oder Spanien, die zeigen da wirklich einen extrem attraktiven Fußball. Und es macht einfach mega Spaß, denen zuzuschauen, wie die sich auch neben dem Feld präsentieren. Also einfach wirklich, ich bin einfach mega froh, dass das alles jetzt genau so ist, wie es ist. Weil ich glaube, dass die Kritiker dann langsam immer weniger werden und ich hoffe, dass der Frauenfußball da auch an Respekt und Aufmerksamkeit und Wertschätzung verdient durch diese EM. Bevor wir über die Ziele der deutschen Mannschaft noch reden, wenn du sagst, es hat sich da einiges getan, auf jeden Fall in den letzten Jahren, kann man dann so irgendwas aus der EM für den Verein mitnehmen, wo man sagt, okay, das können wir vielleicht umsetzen, neue Trends, die ihr da schon gesehen habt? Neue Trends, also ich bin immer ein Fan davon, dass wir uns auf uns selber konzentrieren, weil ich glaube, wir sind da schon als Truppe, als Frauenmannschaft vom 1. FCN schon sehr gut beisammen, können uns gut präsentieren und wissen auch, wie wir uns präsentieren müssen. Und von daher, ja, natürlich sind die Frauen ein Vorbild für viele, auch um vielleicht noch mal mehr Mädels anzuheizen, Fußball zu spielen, weil Mädels können ja auch Fußball spielen, offensichtlich. Absolut. Und von daher finde ich es einfach echt eine riesig coole Sache. Dann verrat uns noch, wie weit kann es für die deutsche Nationalmannschaft der Frauen gehen? Donnerstag ist Viertelfinale gegen Österreich. Also tatsächlich, also ich wusste, dass die gut drauf sind, so aus den ganzen Vorbereitungsspielen, was man so gehört hat und gesehen hat. Aber tatsächlich so nach den Spielen, die sie jetzt gezeigt haben mit der Qualität, glaube ich wirklich, dass die ins Finale kommen. Also glaube ich einfach. Weil also hauen raus, Europameisterinnen? Also es wäre nicht das erste Mal. Absolut, also das wär, also man soll sich hohe Ziele stecken. Ja, also es wäre jetzt dann der neunte EM-Titel. Und qualitativ glaube ich auf jeden Fall, dass die das schaffen können. Dann wollen wir mal zu euch schauen. Gerade in der Vorbereitung, du bist ausgebremst, das muss man ja, leider so sagen. Also erstmal, wie geht's? Zieht sich noch ein bisschen mit der Schulterverletzung? Ja, Schulterverletzung gleich im zweiten Training zugezogen, war ziemlich bitter natürlich am Anfang der Vorbereitung, weil man hat dann natürlich die Pause genutzt, um neue Kraft zu sammeln, ist dann voller Energie und will reinstarten mit den Mädels und dann passiert jetzt sowas mit der Schulter, ist unglücklich. Ich versuche trotzdem positiv zu bleiben und da ganze positive Energie einfach reinzustecken, dass ich schnell wieder fit bin. Aber ich bin natürlich trotzdem immer am Platz. Also ich lasse mir das dann auch nicht nehmen. Ich werde da nicht zu Hause auf der Couch sitzen, während die anderen schwitzen. Also ich bin da schon auch immer mit am Platz und unterstütze die Mädels von außen, egal ob beim Training oder beim Spielen. Und von daher lässt sich das einigermaßen ertragen. Bist du da eher unleidlich, wenn du nichts machen kannst? Also ich glaube, jede Sportlerin, jeder Sportler hasst es, verletzt zu sein, weil man dann einfach nicht dem nachgehen kann, was man liebt. Und es ist schon wirklich sehr, sehr schwer, die Füße still zu halten.
Als Torhüterin muss man aber doppelt aufpassen, wenn es mit der Schulter ist. Dann macht es auf jeden Fall Sinn, erstmal alles vernünftig auszukurieren. Auf jeden Fall. Also überall Geiz ist an der Stelle auf jeden Fall fehl am Platz. Von daher, ich höre auf die Physios, ich höre auf den Arzt, was die sagen. Wenn die mir das Go geben, dann gebe ich wieder Vollgas. Aber bis dahin muss ich mich dann noch ein bisschen gedulden. Bis zur Saison ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Also da kannst du dich noch erholen und dann gut auch vorbereiten. Es gibt ja nicht nur die Frauen beim 1. FC Nürnberg. Ist das ein Thema? Auch die Profiabteilung, die sind ja jetzt in die Saison gestartet. Über das Ergebnis lassen wir die anderen reden. Die sind da die Spezialisten. Aber kriegt man sowas mit? Freut man sich da auch mit, dass es da wieder losgeht? Oder sagt man, okay, wir machen uns was und die machen uns? Nee, also ich persönlich, ich bin jetzt keine gebürtige Fränkin, keine gebürtige Nürnbergerin. Ich bin jetzt seit 6 Jahren beim Verein und ich glaube, wenn man in diesem Verein spielt, dann hat man dieses Club-Gen irgendwie einfach intus. Und natürlich, also ich würde mich jetzt auch als Club-Fan bezeichnen. Von daher leidet man natürlich dann auch jetzt beim Spiel gegen Pauli natürlich dann auch mit. Gibt es den Kontakt unter den Spielern und Spielerinnen? Seht ihr euch da ab und zu? Oder sind es vielleicht mal Pressetermine, wo ihr zusammen seid? Da denke ich mal, wenn jetzt sag ich mal, positiv Fußballverrückte zusammenkommen, kann eigentlich was Gutes entstehen? Also von den Trainingszeiten ist es eher so, dass die Profis natürlich dann eher am Vormittag und am frühen Nachmittag trainieren. Wir haben dann immer die Trainingszeiten am Abend. Von daher, da läuft man sich nicht allzu oft über den Weg. Aber wenn man sich über den Weg läuft, vergrüßt man sich natürlich. Das ist gar kein Problem. Und ja, die ein oder anderen Pressetermine habe ich dann auch schon mit dem ein oder anderen Profi gemacht. Aber so der ganz enge Kontakt, dass man jetzt am Tisch abends zusammensitzt und das Frauenfußballspiel schaut, ist jetzt nicht so. Aber das wäre doch mal was, wenn das passiert, sag uns Bescheid, weil da kommen wir mit der Kamera sehr gerne. Vielleicht das Finale, Frauenfinale, da würden wir schon mal vorbei gucken. Du kennst es als aktive Spielerin, man hat eine lange Vorbereitung, man trainiert auf Spiel 1 hin und dann startet man gleich mal mit einer Niederlage. Kann das im Umkehrschluss auch eine Motivation sein, dass man sagt, okay, jetzt erst recht. In Nürnberg und in Fürth sprechen ja alle schon wieder vom Derby. Wir sind noch nicht so weit, aber das kommt ja auch. Aber es ist schon dann enttäuschend, wenn man einfach sagt, okay, wir haben jetzt so lange drauf hin trainiert und dann geht das erste Spiel nicht ganz in die Hose, aber dann trotzdem holt man keine Punkte. Ja, also das ist natürlich schon extrem bitter, weil man sich da wirklich auch wirklich, ja, man arbeitet so lange hin für diesen Tag. Aber die Saison hat ja Gott sei Dank noch mehr Spieltage. Von daher, ich würde mich in so einer Situation, das habe ich ja auch schon erlebt, das ist einfach wichtig, sich da nicht irgendwie verrückt zu machen oder so, sondern einfach abhaken. Natürlich ist es blöd gelaufen, dumm gelaufen. Man muss dann natürlich auch die Fehler entsprechend halt analysieren und dann aber wirklich auch kühlen Kopf bewahren und da jetzt nicht komplett wieder durchdrehen, sondern einfach abhaken und jetzt in dem Fall vom 1. FC Nürnberg Männer Fokus aufs Derby legen. Wir haken es noch nicht ganz ab. Wir schauen noch mal zu den Männern und zwar auch zu Robert Klaus. Hier kommen die Reaktionen und die Analyse nach dem ersten Spiel auf Pauli. Ernüchterung beim 1. FC Nürnberg. Nach einer durchwachsenen Vorbereitung kommt der Club auch nicht gut aus den Startlöchern in Liga 2. 2:3 Auswärtsniederlage gegen den FC St. Pauli. Wir sind natürlich enttäuscht. Wir wollten das erste Spiel definitiv nicht verlieren, sondern eher gewinnen. Ist uns nicht gelungen. Wir hatten die ersten 10 Minuten ein bisschen Anpassungsprobleme. Es war uns aber bewusst, dass wir erstmal die Dynamik rausnehmen müssen und die Welle überstehen müssen. Das haben wir dann geschafft. Dann hatten wir eine gute Phase im Spiel mit Torszenen von unserer Seite. Dann kassieren wir das Gegentor nach einem Freistoß. Auch danach war es noch okay. Dann kassieren wir den Elfmeter. Dann hatten wir die Phase vor der Halbzeit, wo wir kopflos waren, wo wir ja nicht mehr rausgekommen sind aus dem Strudel, wo wir das Gegentor zum 0-3 kassiert haben, was wir einfach sehr, sehr schlecht verteidigen. Und das ist dann einfach 0-3, ist eine extreme Hypothek. Eine Entscheidung sorgt auch nach Abpfiff für Diskussionen. In der 37. Minute gibt es einen mehr als fragwürdigen Elfmeter für die Hausherren. Unverständnis inklusive. Jeder, der die Szene gesehen hat, hat gesehen, dass es sehr schwierig war, da einen Elfmeter zu geben. Ich muss vorsichtig sein mit dem, was ich sage. Ich glaube, es ist einfach nicht korrekt, einen Elfmeter in der Situation zu geben. Alle arbeiten, alle gehen rein in Strafraum. Es ist ein enges Spiel, es ist zweite Liga und einer fällt und zwei stehen. Und der kriegt den Elfmeter und er hat mir gesagt, die Hände waren oben dran, ja, waren 6 Hände ineinander verkeilt, der Schindy bleibt dann sogar noch weg. Und ich habe ihn einfach gebeten, dass Schiedsrichter nur Situationen entscheiden, die sie klar bewerten und nicht einfach irgendwas pfeifen und dann
schauen, was passiert, weil das Problem ist einfach, dass die Eingriffsschwelle für den VAR sehr hoch ist. Das heißt, es muss eine klare Fehlentscheidung vorliegen und da gibt es bestimmte Kriterien, die erfüllt sein müssen. Das wird uns immer ganz, ganz oft erzählt. Und dann im Nachgang wird immer gesagt zu uns, dass sie aber natürlich nur Situationen pfeifen, wo sie sich 100% sicher sind oder klar sind. Das war nicht so eine Situation und das hat mich geärgert, denn ich glaube, dass wir bis zu dem Zeitpunkt gut im Spiel waren. Trotzdem ist es insgesamt zu wenig, um etwas Zählbares nach Franken mitzunehmen. Es wartet noch viel Arbeit auf die Profis. Am Ende haben wir nochmal das 3-2 gemacht. Das kam dann aber leider zu spät. Deswegen in Summe haben wir leider verloren. Tut uns weh, ärgert uns auch. Und ich denke, dass auch heute mehr möglich gewesen wäre. Wir aber besonders, insbesondere in den direkten Duellen, das hat man in der zweiten Halbzeit ganz gut gesehen, im Zentrum waren wir heute unterlegen, da haben wir zu wenig zweite Bälle gewonnen, zu wenig 50-50 Zweikämpfe für uns entschieden. Da hat uns etwas Robustheit und auch Aufmerksamkeit gefehlt, dass wir da als Erster am Ball sind, dass wir den Zweikampf für uns entscheiden wollen, dass wir da alles dafür tun. Und dann ist es so, wenn zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die, ich denke, sehr ähnlich besetzt sind, dass dann das Pendel in die eine Richtung geschlagen hat. Das war heute St. Pauli und deswegen müssen wir daran arbeiten und weiter geht's. Gleich mit einem Fußball-Highlight: Derby am Samstag gegen die Spielvereinigung im Max-Morlock-Stadion. Ja, und wir machen weiter mit dem fränkischen Fußball und da begrüßen wir einen Fußballexperten und Derby-Fachmann, Relegationsspezialisten Christian Eigler. Zur Aufklärung müssen wir noch sagen, direkt von der Straße ins Studio, deswegen hat er es nicht pünktlich geschafft, aber schön, Christian, dass du da bist. Wie hast du den Saisonstart verfolgt vom 1. FC Nürnberg und von der Spielvereinigung? So richtig Vorfreude gehabt oder war es eigentlich egal? Ja, ich bin jetzt nicht mehr so extrem am Fiebern, aber verfolgen tue ich es natürlich schon noch und ein bisschen gesehen habe ich selber leider nicht, aber ein bisschen die Berichte gesehen und war jetzt nicht so gut für beide. Sagst du beim Club eine Niederlage nach einer langen Vorbereitung? Du warst auch mit der Lea, haben wir das Thema schon durchgearbeitet. Als Spieler bereitet man sich so lange vor und dann klappt es im ersten Spiel nicht. Ja. Wie sehr ärgert es dann einen als Profi? Ja, das ist schon ärgerlich. Also man bereitet sich genau auf dieses Spiel vor und dann klappt es nicht so, wie man will. Aber das Gute ist immer, die Saison ist ja lang. Also es gibt noch viele Spiele und das erste ist nicht das Wichtigste, sondern das letzte dann, dass man da oben dran ist. Ihr habt euch gut abgesprochen mit der Antwort. Okay. Das war genau das Gleiche. Aber das nächste Spiel ist vielleicht schon das Wichtigste. Lea, Derby-Time ist jetzt. Wie ist es bei euch? Gibt es da auch so diese Rivalität in der zweiten Liga? Oder sagt ihr, irgendwie so ein richtiges Derby ist schade, dass es bei uns nicht gibt? Also ich glaube, wenn man als Clubfan Derby hört, dann denkt man sofort an die Spielvereinigung gegen den 1. FC Nürnberg. Die spielen leider nicht, was heißt, die spielen nicht bei uns in der Liga. Bei uns spielt Bayern München 2 in der Liga. Das ist so ein Derby, wo es dann auch schon mal heiß hergeht, sage ich jetzt mal. Ingolstadt würde ich jetzt nicht als Derby zählen. Also bei uns eher dann schon Bayern München. Ja. Okay, dann Christian, eine Woche kann man sich oder nicht mehr ganz aufs Derby vorbereiten. Ja. Ein ganz wichtiges Spiel, du hast es oft miterlebt. Ja. Würdest du sagen, die Rivalität ist noch vergleichbar mit deiner Zeit? Ja, das denke ich schon. Also gerade wenn ich die Fans jetzt so ein bisschen, die sie melden, da höre, sie sind schon auch Feuer und Flamme und es ist schon ähnlich, als zu unserer Zeit war das Gleiche. Also es ist immer eine Woche wirklich Ausnahmezustand, auch für die Spieler. Gerade der Druck, der da entsteht, der sich aufbaut bis zum Spiel, der ist schon enorm. Und trotzdem ist es halt eines der geilsten Spiele, die man überhaupt machen kann, weil das, was Besseres gibt es nicht. Und wir sind vor allem auch wieder froh, dass Zuschauer im Stadion sind und endlich wieder mitfiebern können. Ich will noch keinen Derby-Tipp, das heben wir uns für den Schluss der Sendung auf. Wir wollen aber auch zur Spielvereinigung schauen. Die hat gegen Kiel angefangen. 2-2 hieß es am Ende. Ja, der Trainer hadert mit dem Ergebnis. Die Leistung war aber eigentlich ganz ordentlich. Wir sind enttäuscht über das Resultat, das ist ja völlig klar. Wir sind mit der Leistung absolut zufrieden. Wir haben gut begonnen, wir hatten eine Phase in der ersten Halbzeit, wo wir zu wenig schnell gespielt haben. So, das können wir noch steigen, da können wir uns steigen. Bin aber unheimlich happy, wie die Jungs mit diesem Rückstand umgegangen sind und dann aus der Pause gekommen sind. So, wir haben viel Druck gemacht, wir haben viel Aufwand betrieben, wir haben uns etliche hochkarätige Torchancen erarbeitet.
auch noch nach dem 2:2, das war auch wieder so ein Schlag, so du könntest vor, in der Aktion vorher das 3:1 machen, das Spiel wahrscheinlich beenden. Gute Entwicklung, wenn wir die ersten Spiele sehen und jetzt die Zusammenarbeit mit, von beiden Innenverteidigern, so, dann, das hat mir gefallen. So, wir sind auch dort auf dem richtigen Weg. Die Jungs haben das richtig gut gemacht in ein, zwei Situationen. So, das müssen wir besser lösen, das werden wir anschauen und ja, dann geht es weiter. Also, die Abstimmung, die wird immer wie besser und das ist das Entscheidende für mich als Trainer. So, wenn du die Entwicklung siehst, wenn, von den letzten Spielen zu jetzt, so, dann ist das alles okay. Von dem gehe ich aus. So, es wäre ja auch am Schluss, wir kennen die Situation und es ist alles offen, bis das Transferfenster schließt. Nichtsdestotrotz gehe ich davon aus, dass Brane da bleibt. Ich bin mit der Leistung absolut happy. Wir dürfen die Gier nicht verlieren und weitergehen. Und, ja, es hat am Schluss etwas Kleines gefehlt. Daran werden wir arbeiten, aber ich bin mit der Leistung absolut happy. Noch kurz bei der zweiten Liga bleiben. Christian, du hast Stationen Fürth, Club, Bielefeld, Ingolstadt, kennt sich in der zweiten Liga aus. Aber eine Prognose für diese Saison wird, glaube ich, ultra schwer. Hilf uns ein bisschen weiter. Kann es der Club schaffen? Welche Rolle wird die Spielvereinigung spielen? Oder kann man eigentlich gar keine Prognose abgeben? Bielefeld wäre auch noch. Ist natürlich schwierig zu sagen, ja, aber ich glaube schon, dass der Club und Fürth oben mit dabei ist am Ende. Gerade die letzten Jahre, jetzt mit dem Dieter Hecking auch beim Club, haben sie schon gute Arbeit geleistet und auch gute Spieler verpflichtet. Ich glaube schon, dass sie da mit dabei sind in dem Topf zum Aufstieg. Also Christian sagt schon mal, dass beide Vereine oben mitspielen würden. Lea, wie ist es bei euch in der zweiten Liga? Ihr wollt auch oben mitspielen. Kann man da auch eine Prognose abgeben, wo es hingehen soll? Also wenn man beim Club ist, dann gibt es nur Auf- oder Abstieg. Aber ich möchte mich da... Dann also, man nicht abstiegen. Nein, ne? Also unser Ziel ist es, erstmal verletzungsfrei zu bleiben. Das ist wirklich, das war in der letzten Saison, hat uns fast das Genick gebrochen. Von daher ist das Ziel Nummer eins. Und dann war es schon immer so, dass wir immer besser sein wollten als das vergangene Jahr. Von daher einfach Fortschritte erzielen und dann im Trainingslager werden wir dann, denke ich, nochmal die Ziele konkretisieren. Aber es ist jetzt kein Geheimnis, dass wir auf jeden Fall oben mitspielen wollen und da angreifen wollen. Also es wäre ein Doppelaufstieg durchaus möglich. Bei euch hat sich auch richtig viel getan. Siehst du euch auch auf den richtigen Weg, euch immer weiter zu professionalisieren und dass man irgendwann mal den Schritt auch in die erste Liga wagen kann? Ich sage mal, Aufstieg ist das eine, drinbleiben eine andere Sache. Definitiv. Also ich bin jetzt ja auch schon ein paar Jahre beim Verein, 6 Jahre tatsächlich schon. Und da hat sich jetzt wirklich einiges getan. Also die Strukturen sind jetzt ziemlich, ziemlich professionell geworden. Klar ist immer noch Verbesserungsbedarf, aber wir sind auf einem super Weg. Es macht Spaß, diesen Weg zusammen mit dem Verein zu gehen. Es macht mich auch stolz. Und von daher, ich bin wirklich gespannt, was die Zukunft bringt. Und ich bin da ja mega motiviert, auch meinen Beitrag einfach dazu zu leisten. Zukunft, gutes Stichwort. Christian, bei dir ist es ein bisschen ruhiger geworden, habe ich so das Gefühl. Du wirst es uns gleich erzählen, dass es nicht so ist, aber aus dem Fokus ein bisschen raus. War es für dich mal gut, auch dich ein bisschen zurückzuziehen, mal zu schauen, was kommt und jetzt auch neue Aufgaben anzugehen? Ja, auf alle Fälle. Ich habe erst mal 1-2 Jahre war eher verletzt, war krankgeschrieben und danach habe ich mich neu umorientiert als Trainer bei meinem Heimatverein. Sind wir jetzt zweimal hintereinander aufgestiegen in die Landesliga.
Jetzt habe ich ein neues Projekt mit meinem Restaurant in Schwabach und ja, da ist nicht wenig Zeit für Fußball, muss da deswegen jetzt aufhören, den Trainerjob, und bin da jetzt voll eingespannt. Jetzt bin ich böse, was war anstrengender, das Profi-Dasein oder jetzt Gastronom zu sein? Ja. Ich habe mir das gerade so bei der Herfahrt auch mal überlegt, also jetzt arbeite ich 20 Stunden, habe 4 Stunden Pause und früher war es andersrum. Okay, also es ist schon richtig mächtig anstrengend. Noch eine Frage hinterher. Wie wäre denn der Trainer Aigler mit dem Spieler Aigler zufrieden gewesen? Hätte es da Probleme gegeben? Also ich jetzt als Trainer mit mir selber? Ja. Das ist, glaube ich, nicht so einfach. Also so richtig Spaß hat es nicht gemacht für die Trainer. Ja, ich glaube, ich war schon anstrengender Spieler, aber so vom Fußballischen her, mit der Arbeit, glaube ich, wäre ich dann schon zufrieden gewesen. Okay, naja, die Torausbeute hat ja auch für sich gesprochen. Lea, wir haben am Anfang schon einen kurzen Schwenk gemacht zur EM, Frauen. Wenn ihr das alles so mitbekommt, es gab auch eine große Diskussion, Gehälter, Männer, Frauen. Wenn man jetzt mitbekommt, dass Spieler, die schon ziemlich erfahren sind, im hohen Alter für 45 oder 50 Millionen wechseln, das war auch zu Christians Zeiten noch nicht ganz so. Wird man da wütend oder denkt man sich, was ist da eigentlich passiert? Also was mich wirklich wütend macht, sind so diese ganzen unqualifizierten Kommentare, die man so aufschnappt, egal ob es von den sozialen Medien ist oder so weiteres Umfeld, sage ich jetzt mal. Also respektlos, einfach diese Respektlosigkeit und null Wertschätzung oder geringe Wertschätzung dem Frauenfußball gegenüber, das macht mich sauer. Aber das macht mich auch irgendwie... Ich will, dass alle Frauen, Fußballerinnen, jetzt gerade auch die deutschen Frauen bei der EM, einfach diese Stimmen einfach wirklich verstummen lassen durch die Leistung, die sie jetzt auf den Platz bringen. Wir wollen das auch jetzt in dieser Saison wieder versuchen. Wir haben ja letzte Saison schon auch als Aufsteigerinnen wirklich eine gute Saison gespielt. Wir wollen es jetzt einfach untermauern und da einfach wirklich Gas geben und diese ganzen Kritiker einfach wirklich... leise machen. Dann muss er ganz klar sagen, ihr leistet dasselbe wie die Männer, müsst dann vielleicht sogar noch entweder studieren oder Jobs machen, das auch nicht einfach ist. Also ich finde schon, da braucht es schon mal einen Ausgleich. Definitiv. Also einen finanziellen Ausgleich und aber auch einen menschlichen, moralischen Ausgleich auf jeden Fall. Also da, ich hoffe, dass sich da jetzt einfach was in den nächsten Jahren einfach noch mehr tut. Die Entwicklung ist natürlich schon sichtbar, aber also in meiner Welt sind wir noch lange nicht da, wo wir sein sollten. Christian, warst du am Anfang nicht dabei? Verfolgst du die Frauen-EM, wo die Deutschen ja sehr erfolgreich spielen? Und da, glaube ich, ist schon ein Schub zu merken. Viele mediale Präsenz auch, was auch gut ist, dass man einfach sieht, da wird auch toller Sport geleistet. Verfolgen tue ich es jetzt ehrlich gesagt nicht, aber auch die Männer im Moment nicht, weil ich so viel zu tun habe. Aber ich finde trotzdem auch, wie sie gesagt hat, das ist auch der gleiche Aufwand, den die Männer betreiben, den vielleicht sogar noch mehr, weil man sich nebenbei ja noch auch auf andere Sachen konzentrieren muss, dass jetzt die Männer das Problem nicht haben, weil es finanziell halt anders ist. Und das sollte man schon honorieren. Und ich glaube, der Frauenfußball hat sich auch extrem entwickelt. Auch vom Fußballerischen kann man das sehr gut anschauen. Und deswegen allerhöchsten Respekt. Ja. Man sollte es wirklich auch mal ein bisschen höher ansehen, was die Frauen da leisten. Ja, wann geht es dann bei euch los? Also das erste Spiel? Pflichtspiel im DFB-Pokal in der ersten Runde ist am 22.08. Da fahren wir nach Saarbrücken und dann eine Woche später am 28.08. gegen Wolfsburg 2 zu Hause. Ich mache jetzt hier gerne nochmal Werbung für dieses Spiel. Ja, sehr gerne. Heimspiel, also Clubfans oder Nicht-Clubfans, wir erwarten alle am Pfalzner Weiher und hoffen, dass ihr uns einfach lautstark unterstützt. Also den Aufruf geben wir natürlich sehr gerne weiter. Wir wollten ja noch über das Derby reden. Christian, du hattest ein bisschen Zeit. Was denkst du, was kann das für ein Spiel werden? Was sehen wir am Samstag? Ja, das wird ein super Spiel auf alle Fälle. Nach so langer Zeit wird das erste Derby mit Zuschauern. Ich denke, die Stimmung wird riesig sein. Und haben auch zwei gute Mannschaften gegeneinander. Ja, zwei spielstarke Mannschaften. Und ich glaube, dass auch viele Tore fallen werden. Ich glaube, dass der Club da schon die Oberhand behält. Okay, es war in der Vergangenheit nicht immer so, das muss man sagen. Da war Fürth auch das ein oder andere Mal besser. Lea, was ist deine Prognose? Also ich schließe mich da auch an. Ich muss zwangsläufig. Wäre jetzt auch verwunderlich, wenn du was anderes sagen würdest. Ja, nee, aber also ich finde schon wirklich auch, dass die Mannschaft einfach echt qualitativ super, super gut einfach ist in der Saison oder für die kommende Saison jetzt. Und ich glaube, wenn man da jetzt eine Pleite gegen Pauli einfahren muss, ist man vielleicht dann nochmal doppelt motiviert
und gerade im Derby. Also das wird heiß hergehen und ich denke, dass der Club das dann am Ende machen wird. Also heiß her geht es jetzt nicht, aber zum Ende der Sendung, hier ist ein Stift, Lea darf anfangen. Such dir ein Plätzchen aus, Spind of Fame. Ist wenig Platz, du kannst auch darüber gehen. Also, und dann verrat uns, was es gibt. Autogramm, Spruch. Also, Kannst auch kreativ malen. Schreib mir mal den Klassiker hin. Die Legende lebt. Das heißt, die Lea hat schon sehr gut vorgelegt. Christian, jetzt super, jetzt habe ich hier ein Problem, jetzt ist alles weg. Ja. So. Kannst du ja schon mal das Ergebnis vielleicht draufschreiben? Was das Ergebnis vom Derby? Ich weiß es nicht. Ich möchte dich nicht beeinflussen. Ich schreibe jetzt mein FCN und Herz. Das ist auch schön. Mein Herz dran hängt. Dann darfst du auch wieder rumkommen. Dann sage ich vielen Dank für den Besuch bei mir im Studio. Lea, dir erstmal alles, alles Gute, dass du schnell wieder fit bist auf dem Platz. Und dann drücken wir die Daumen, dass es mit dem Saisonstart besser hinhaut als bei den Männern. Also so viel muss man einfach sagen, so selbstbewusst kann man sein. Dann klappt es vielleicht auch mit dem Doppelaufstieg, würde ich mich freuen. Dann laden wir beide Mannschaften ins Studio ein und reißen die Bude ab. Christian, dir wünsche ich... Das ist ein Versprechen. Das ist ein absolutes Versprechen. Also, kann man ja auch noch nicht abgeben. Ja, genau dann. Ja. Tipp? 4-0 für den Club. Ansage. Ich glaube 3-1. Ich hoffe auf ein schönes, spannendes Derby. Wer gewinnt, der Bessere, da halte ich mich raus. Ich bin neutral. Christian, dir wünsche ich viel Glück auch bei der neuen Aufgabe. Hau dich da auch rein und dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder hier in der Sportkabine. Das war's für heute. Es war ein bisschen chaotisch mit Stau und allem Möglichen, aber wir freuen uns auf ein tolles Derby am Samstag. Und das war's von hier. Tschüss und Servus aus der Toto-Sportkabine.